Hallo und herzlich willkommen bei Tiefer, Langsamer und Näher. Dein Podcast, wenn du mehr Tiefe und Bedeutung in dein Leben bringen willst, langsamer und achtsamer werden magst und vor allem auch dann, wenn du dir und deinem wahren Selbst wieder näher kommen willst. Ich bin die Britta. Und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen ersten Podcast-Folge oder ersten Themen-Podcast-Folge geht es um das Thema, warum wir viel zu viel tun und viel zu wenig sind. Und bevor wir aber ins Thema einsteigen, mag ich noch ein paar aktuelle Ankündigungen machen, beziehungsweise vor allem eine, weil morgen ja meine neue Website online geht. Und ich freue mich schon total drauf und bin jetzt gerade so in den letzten Vorbereitungen. Und wenn du dich noch nicht für mein Newsletter angemeldet hast, dann würde ich dir empfehlen, das heute unbedingt noch zu tun, weil du dann nämlich morgen direkt informiert wirst, in dem Moment, wo ich die Seite live schalte. Auf der Seite wirst du unter anderem den Podcast finden, verschiedene Meditationen, die du downloaden kannst oder die du online praktizieren kannst. Es gibt einen Blog mit verschiedenen Themen rund um tiefer, langsamer und näher. Und natürlich findest du dort auch alle meine Live-Events oder eben Informationen generell zu mir. Deswegen, wie gesagt, auf jeden Fall schau morgen auf der Website vorbei, www.brittakimpel.com oder noch besser, melde dich direkt für den Newsletter an. Jetzt aber zu der Episode heute. In der Episode soll es darum gehen, dass wir uns anschauen, warum wir uns überhaupt so im äußeren Tun verstricken, was aus der Sicht von der Yoga-Philosophie vielleicht auch ein Weg aus diesem vielen Tun raus sein könnte, sodass wir wieder mehr ins Sein eintauchen und zufriedener sind mit dem, wer wir sind und was wir sind. Und ich mag dir am Ende auch drei ganz konkrete Tipps geben, mit denen du im Alltag wieder mehr zu dir finden kannst, das Tun loslassen kannst und für dich einfach in so einen tiefer, langsamer und näher Seinszustand eintauchen kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich so in meinem Alltag umschaue, dann bemerke ich definitiv diese höher, schneller, weiter Mentalität. Ich merke, dass ich To-Do-Listen schreibe, jeden Tag neue und wie eine Wahnsinnige auf irgendwelche Zettel kritzel, was ich alles noch machen muss. Ich setze meine Ziele auf eine Art und Weise, dass sie mir immer sagen, was ich noch tun muss. Und ganz selten aber schaue ich mir an, wer will ich denn eigentlich sein? Wie will ich mich in gewissen Situationen verhalten? Oder auch, wie will ich sein, wenn ich eben die To-Do-Listen abhake? Weil ganz klar, es geht nicht ohne das Tun. Das ist auch überhaupt nicht die Idee dahinter. Die Idee ist vielmehr, sich zu überlegen, mit welcher persönlichen inneren Einstellung und mit welcher Haltung wollen wir ins Tun. Oder gibt es vielleicht Tätigkeiten, die wir generell loslassen können, einfach weil sie nicht mehr das sind, was uns näher zu uns selbst bringt. Und in der Yoga-Philosophie aus dem Kashmir-Shivaismus, die Philosophie, die mir am nächsten ist, gibt es ein Konzept, das sich das Konzept der drei Malas nennt. In dem Konzept wird ein Weg beschrieben, den wir alle gehen in dem Moment, wo wir geboren werden, uns körperlich manifestieren, in dem Moment, wo unsere Seele einen Körper annimmt und nicht mehr in dieser unbegrenzten, ausgedehnten Seelenebene ist.
Und was die Philosophie sagt, ist, dass wir in dem Moment, wo wir den Körper annehmen, vergessen, dass wir eigentlich mal auf dieser Seelensebene oder Seelenebene alle verbunden waren. Und immer noch alle verbunden sind, es einfach in unserer Körperlichkeit nicht mehr wahrnehmen. Und weil wir jetzt aber eben diesen Körper angenommen haben, wie vielleicht eine Verkleidung, die wir uns anlegen oder anziehen, und durch diese Verkleidung unseres Ichs vergessen haben, dass wir alle eins sind, schauen wir uns in der Welt um und stellen fest, wir sind alle anders. Wir sehen anders aus, wir sprechen anders, wir verhalten uns anders, wir haben unterschiedliche Ziele. Und durch dieses Wahrnehmen der Andersartigkeit der anderen fangen wir vielleicht an, uns selber schlechter zu fühlen. Das Gefühl zu haben, alle anderen wären besser und wir sind nicht gut genug. Das, was passiert, wenn wir das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, ist, dass wir anfangen, alles Mögliche zu tun, um unseren Wert unter Beweis zu stellen. Wenn unser Sein, unser so wie wir sind Sein, nicht ausreicht, um gut genug zu sein, dann müssen wir scheinbar mehr tun, so dass die anderen erkennen, dass wir was wert sind. Und das führt dann dazu, dass wir uns im Außen und im Handeln verstricken. So klassische Beispiele sind, dass wir eine Weiterbildung nach der anderen machen. Und immer sagen, wenn ich die Weiterbildung erst abgeschlossen habe, dann bin ich parat. Dann kann ich endlich dieses neue Projekt angehen. Dann bin ich gut genug. Und in der Realität fangen wir das neue Projekt nie an, weil wenn wir die eine Ausbildung abgeschlossen haben, kommt wieder ein Minderwertigkeitsgefühl. Es reicht immer noch nicht. Und faktisch gesehen können wir sicherlich sagen, dass es immer Leute gibt, die Dinge besser können als wir. Es wird immer Leute geben, die vielleicht ganz objektiv betrachtet besser aussehen, intelligenter sind, mehr erreicht haben. Und trotzdem, wenn wir uns immer nur nach außen orientieren, dann werden wir das Gefühl, gut genug zu sein, nie finden. Ein anderes Beispiel ist, dass wir der nächsten Beförderung hinterherrennen, in der Hoffnung, dass wenn mehr Geld auf unserem Konto ist, dass wir dann endlich glücklich sind, dass wir dann endlich gut genug sind, dass wir dann die Anerkennung kriegen. Und nimm dir einfach für dich einen Moment, um zu schauen, was sind vielleicht so die Sachen, die dich im Außen und im Tun festhalten. Wovon machst du vielleicht zu viel, obwohl du weißt, dass du weniger machen könntest? Was sind vielleicht Tätigkeiten, die dich innerlich überhaupt nicht befriedigen, die dich überhaupt nicht nähren? Die du nur tust, um im Außen irgendwas zu beweisen. Die drei Maler sind zusammenfassend folgende. Die erste Maler wird Anava-Maler genannt und ist das Vergessen, dass wir alle eins sind und alle perfekt, so wie wir sind. Daraus resultiert die zweite Maler, Maya-Maler genannt. Wenn wir nämlich vergessen haben, dass wir alle eins sind und anfangen uns zu vergleichen, kommt dieses Minderwertigkeitsgefühl. Wir stellen fest, wir sind anders und getrennt von anderen. Und vielleicht fangen wir fortan an, auch uns noch mehr zu verstellen. Wir nehmen gewisse Rollen ein, wir legen noch mehr Masken an, um keinem zu zeigen, wie wir wirklich sind, aus der Angst raus, dass wenn die anderen sehen, wie wir wirklich sind, dass sie sich von uns abwenden.
Hier sind die klassischen Beispiele, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, dass wir mit einer gewissen Haltung reingehen, mit dem Wissen, wie vielleicht unser Gegenüber uns haben will. Oder auch wenn wir das erste Mal auf ein Date gehen mit einer Person, die wir nicht kennen. Und das sind Momente, wo wir erstmal ganz vorsichtig abtasten, was kann ich sagen, was kann ich preisgeben, wie reagiert die Person und was halte ich vielleicht lieber zurück, sodass die Person sich nicht direkt von mir abwendet, wenn sie mein wahres Selbst erkennt. Und das ist dann eigentlich auch schon die dritte Mala, Karma-Mala genannt, wo es eben darum geht, dass wir uns in diesen äußeren Handeln oder Handlungen verstricken, die uns einfach immer noch mehr von unserem wahren, vollkommenen Selbst wegbringen. Wenn wir jetzt aus der Philosophie uns anschauen und sagen, dass die Hauptursache dafür, dass wir uns im Handeln und in Äußerlichkeiten verstricken, wenn die Hauptursache dafür ein Vergessen ist, dann ist der Weg aus dem Vergessen raus das Zurückerinnern. Und wenn wir uns jetzt fragen, aber wie tue ich das? Ist die Antwort genau, es gibt nichts zu tun. Vielleicht hast du mal irgendwann einen Schlüssel oder eine Brille oder irgendwas verlegt. Und vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass je mehr und je aktiver du danach gesucht hast, je aktiver du im Tun warst, desto weniger konntest du den Schlüssel oder die Brille oder was es war finden. Und erst in dem Moment, wo du das Tun und das aktive Suchen aufgegeben hast, kam vermutlich die Erinnerung. Und das ist auch der Weg, den der Kashmir-Shivaismus beschreibt. Das Zurückerinnern weniger durch noch mehr Tätigkeiten, sondern eher durch Stillwerden, durch nach innen richten und im Inneren die Vollkommenheit unseres Selbst zu erkennen. Ich mag dir gern einfach noch drei Tipps mit auf den Weg geben, mit denen du in den nächsten Tagen und Wochen für dich schauen kannst, wenn du dich wieder in deinen äußeren Tätigkeiten gefangen fühlst, wie du das Tun sein lassen kannst und mehr eben in dieses wahre, perfekte, vollkommene Sein deiner selbst eintauchst. Und der erste Tipp ist, nimm dir täglich Zeit für dich. Mindestens 30 Minuten, noch besser eine Stunde. Und füll diese Zeit, die du mit dir verbringst, wirklich nur mit Stille, mit dem nach innen hören, vielleicht mit Meditation, vielleicht mit Yoga, vielleicht magst du im Wald spazieren gehen, vielleicht magst du schreiben. Aber in dieser wirklich festgelegten Zeit, in dieser halben Stunde oder Stunde für dich, schalte das Telefon aus, schalte Radio, Fernseher, Internet aus, sodass du dich nicht von äußeren Reizen wieder ablenken und nach außen bringen lässt, sondern dass du wirklich in dich gehen kannst, in dich schauen kannst und durch diese Innenschau Antworten in dir findest, nach denen du vielleicht bisher im Außen gesucht hast. Die Anerkennung und die Wertschätzung im Inneren findest, anstatt sie im Außen zu suchen. Mein zweiter Tipp ist, tu jeden Tag eine Sache, nur weil sie Spaß macht. Und auch das ist sowas, was ich beobachtet habe. Bei mir selbst vor allem erstmal, aber dann auch, wenn ich Yoga unterrichtet habe und das zum Thema gemacht habe, bei vielen anderen. Im Erwachsenenalter verlernen wir, Dinge einfach nur aus Spaß zu machen. Genau eben aus diesem Grund, dass es immer was zu erreichen gibt, dass es nie genug ist, dass wir immer noch mehr wollen. Und irgendwann haben wir aufgehört, Dinge zu tun, einfach nur,
weil sie uns Spaß machen. Wir machen die Dinge jetzt, weil wir uns damit ein gewisses Ziel zu erreichen erhoffen. Und deswegen mein Tipp wirklich, nimm dir eine Sache pro Tag und mach sie einfach nur aus dem Spaß. Und energetisch gesehen sind Spaß haben oder Freude haben wirklich das Beste, was du tun kannst, um dir selbst wieder näher zu kommen, weil dieses wahre Selbst in seiner wahren Natur absolut freudvoll und energiegeladen ist. Und in diese Energie und Freude kommst du eben, wenn du Dinge tust, die Spaß machen. Und mein dritter Tipp ist, entschleunige täglich einen Routineprozess. Im Alltag kriegen wir häufig vielleicht gar nicht mehr so mit, was wir eigentlich machen, eben weil es so viel ist. Wir rennen von A nach B und weiter nach C und dann bei D wissen wir überhaupt nicht mehr, wie wir hier eigentlich angekommen sind. Und wir haben alle so unsere Routinen, die jeden Tag gleich ablaufen. Und je häufiger wir sie durchlaufen, desto weniger kriegen wir noch mit, desto mehr läuft vielleicht nebendran noch. Deswegen entschleunig ein Routineprozess, zum Beispiel wenn du am Morgen aufstehst, ins Bad gehst, duscht, deine Zähne putzt. Und lass diesen Prozess so langsam werden, dass du wirklich in jedem Moment und in jeder Sekunde genau weißt, was du tust. Dass du mit deiner gesamten Aufmerksamkeit nur bei dieser einen Sache bist und nicht bei tausend anderen. Und meine drei Tipps, die ich dir die Woche mitgebe, zielen genau auf tiefer, langsamer und näher ab. Wirklich tiefer, langsamer, näher als Synonym für weniger tun und mehr sein. Dir täglich Zeit zu nehmen, um nach innen zu schauen, bringt mehr Tiefe in dein Leben. Eine Sache zu machen, weil sie einfach nur Spaß macht, bringt dich näher zu deiner wahren Natur. Und diesen einen Routineprozess, den du jeden Tag entschleunigst, damit kommst du mehr in die Langsamkeit. Und mit den drei Tipps sind wir für heute dann auch am Ende. Das heißt, jetzt ist es an dir, die Tipps umzusetzen oder vielleicht für dich selbst noch andere Ideen zu finden, wie du wieder mehr sein kannst und das äußere Tun und Handeln einfach mal ruhen lassen kannst. Ich danke dir, dass du da warst und zugehört hast und hoffentlich auch was mitgenommen hast und Inspirationen für dich finden konntest, die du mit in deinen Alltag nimmst. Und wenn du den Podcast auf iTunes abonniert hast, dann würde ich mich mega drüber freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Und ansonsten würde ich empfehlen, geh am besten ab morgen auf meine neue Website, wenn sie dann online ist, www.brittakimpel.com und diskutiere dann dort im Kommentarfeld unter der Episode mit. Lass mich wissen, wie du meine drei Tipps umsetzt und welches deine persönlichen Geheimrezepte sind, um mehr zu sein und weniger zu tun. Vielleicht machst du eine Erfahrung, wie die drei Tipps dein Leben verändern, dann lass mich auch das wissen. Und lass mich gern auch einfach wissen, was du mitnehmen konntest und was dich inspiriert hat. Und dann einfach nochmal zur Erinnerung. Wenn du dich noch nicht für mein Newsletter angemeldet hast, dann trag dich am besten direkt noch heute dafür ein. Den Link dazu findest du auch auf meiner Website, sodass du immer als erstes erfährst, wenn es was Neues gibt und sicherstellst, dass du im Kluniversum, dem Universum mit mehr Tiefe, Langsamkeit und Nähe nichts verpasst. Und wenn du noch kein Mitglied bist, dann melde dich am besten auch gleich noch in der kostenlosen Clunique Lounge auf Facebook an und sei einfach Teil der Community von Gleichgesinnten, die sich austauschen, die Tipps teilen, ich werde Fragen beantworten, Live-Videos schalten und so einfach eine Plattform schaffen oder eine zusätzliche Plattform schaffen, mithilfe derer wir unser Leben entschleunigen können, mehr Tiefe finden können und näher kommen zu uns selbst, diese Reise heim zu unserem wahren Selbst antreten können.
Ich freue mich auf jeden Fall auf einen spannenden Austausch auf den verschiedenen Plattformen und hoffe, dass du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist beim Tiefer, Langsamer und Näher Podcast.